Herzlich willkommen, liebe Traderinnen und Trader, zum Wochenstart, die letzte Woche vor Weihnachten. Der erste Blick, Entschuldigung, in die Märkte. Nachdem am Freitag ja ordentlich die Post abging, zumindest wenn wir uns die Währungspaare mit dem britischen Pfund anschauen, dazu hatte ich ja am Freitag schon kurz was erzählt. Die erste Reaktion im Pfund war da durch, aber Pfund hat es jetzt nochmal in die neue Woche geschafft. Genauso wie Euro, US-Dollar heute auf der Liste steht und unser liebster Heimatindex, der DAX. Da schauen wir auch mal mit der kleinen kurzen Brille drauf. Das Ganze jetzt hier an dieser Stelle live wie immer. Allerdings zuerst der wichtige Risikohinweis. Das Ganze bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und dann noch wie immer der Hinweis auch an dieser Stelle, wenn Fragen sind, bitte direkt rein hier in die Charts, dann können wir nämlich direkt auch loslegen mit der ein oder anderen Frage. Und das ist natürlich auch was, denn da kann ich auf Ihre Wünsche oder auf eure Wünsche direkt mit eingehen. Ich öffne mir gleich mal noch die Fragefenster hier an dieser Stelle und dann starten wir los mit der klassischen Tagesvorbereitung. Das Ganze wie immer zuerst natürlich mit dem Blick in die Tagesnachrichten. Die Latte, boah, ich muss sagen, die ist heute doch schon ziemlich lang an dieser Stelle. Heißt also, wir sehen es hier, wir kriegen 9.30 Uhr oder wenn wir den ganzen Tag mal anschauen hier, der ist ja heute Latte voll mit Einkaufsmanager-Indizes. Und wir starten hier 9.30 Uhr bei uns in Deutschland. Da gibt es den Einkaufsmanager für das Index, für das verarbeitende Gewerbe und auch für die Dienstleistungen. Danach kommt das Ganze aus der Eurozone. Das heißt, wir kriegen dann aus der EU ebenfalls die Daten zum Einkaufsmanager-Index. Das Ganze um 10 Uhr. Weiter geht's in Großbritannien, 10.30 Uhr. Auch hier Einkaufsmanager-Indizes, hier auch wieder den Gesamtindex und den Index für das verarbeitende Gewerbe. 11 Uhr gibt es dann die Lohnentwicklung in der Eurozone. Das nur so am Rande. Das hat meistens nicht die gigantisch großen Einflüsse, zumindest kurzfristig. Schwierig wird es da immer nur, wenn plötzlich ein ziemlich starker Lohnrückgang auftaucht, wegen dem Thema Binnenkonjunktur. Aber da stehen wir momentan jetzt nicht vor gravierenden Änderungen an dieser Stelle. 14 Uhr gibt es dann noch eine Rede vom EZB-Vize und dann geht es schon wieder rüber über den großen Teich nach Amerika. Nachmittag auch ein paar Daten. Wir kriegen den New York Empire State Herstellungsindex und auch aus den USA die Daten zum Einkaufsmanager-Index. Das also die Nachrichtenseite, zumindest mit Blick auf die hier angegebenen Länder. Von der Seite her immer bitte auch die eigenen Nachrichten checken bei den Währungspaaren, die wir hier immer wieder auf der Uhr haben, dass da jeder auch weiß, okay, gerade im kurzfristigen Trading ist das ja sehr, sehr wichtig, wenn Nachrichten kommen, dass man weiß, wann welche Nachricht stattfindet. Guten Morgen übrigens auch an alle, die hier grüßen. Sehe ich jetzt gerade auch erst im Facebook, dass wieder viele Live-Zuschauer dabei sind. Danke für die Grüße. Und wir gehen jetzt in die Charts rein. Ich hatte es ja avisiert, heute hier an dieser Stelle DAX, Euro im Dollar und wir sprechen über britisches Pfund. Wir starten mal mit dem DAX als Heimatindex. Hier an dieser Stelle bitte nicht wundern, wer den Blog gesehen hat. Da sind die Charts natürlich schon fertig gewesen. Hier im DAX machen wir das heute mal alles frisch und jungfräulich so ein bisschen. Das heißt, hier an dieser Stelle zuerst einmal der kleine Schwung zurück. Wir sind jetzt hier im Stundenchart. Das ist auch das, worauf ich mich beziehe in der Analyse hier, auch gerade für das Kurzfristige im Trading. Aber wir müssen trotzdem immer einen Blick auf die große Gesamtsituation werfen. Deswegen schauen wir hier einfach nochmal in den Tageschart mit rein vom DAX. Heißt also an dieser Stelle, wir sehen es hier, das Verhalten, was der DAX momentan hat, immer mal wieder, wenn es neue höhere Marken gibt. Wir haben das hier drüben gesehen, wo der Überschuss über den Widerstand hier kam, um die 13.300 Punkte Marke. Da kam es immer relativ flott zu Abverkäufen. Und das gleiche Spiel haben wir am Freitag gesehen, obwohl wir da natürlich deutlich weiter nach oben gelaufen sind. Ne? Wenn wir hier oben mal das Tageshoch mal kurz reinnehmen, ich klemme hier mal einen Preismarker dran, hier oben das Tageshoch bei ungefähr, was haben wir hier oben gehabt? Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber wir sind hier irgendwo um die 13.450 Zähler rangelaufen und dann hat hier ein deutlicher Rücksetzer an dieser Stelle eingesetzt, an diesem Punkt. Ne? Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann sehen wir halt, dass hier im Kleinen die Bewegung halt auch relativ weit nach oben gelaufen ist und da oben einfach die Luft ein bisschen dünne geworden ist. Ne? Wir sind ja hier unten vom Test gekommen und deswegen
diesen Rücksetzer vom Freitag, den schauen wir uns jetzt mal genauer an in der kleineren Zeiteinheit, weil da sehen wir gerade, was hier los ist. Und was los ist, ist relativ schnell herauszufinden, gerade mit Blick in das Kleine rein. Ich zoome es mal noch etwas näher zusammen. Schaut euch mal an, das hier, was wir hier sehen an dieser Stelle, das ist ja sozusagen der laufende Aufwärtstrend, den wir hier gesehen haben. Der letzte Schub auch oben drüber, ne? Und da haben wir halt hier, wenn wir diesen kleinen Rücksetzer mal sehen, also auch in dieser Zone um diesen Support von 13.300 Zählern, da haben wir halt jetzt wichtige Marker. Denn zum einen hier an dieser Stelle, ihr seht, wir sind hier doch ein ganzes Stückchen drunter gelaufen. Das heißt, wir haben hier einen neuen Schub nach unten gekommen und wir haben hier so einen, sage ich mal, kleinen Peaks auch oben drüber gehabt über die 13.380 Zählermarke. Und jetzt kommt es halt drauf an, was hier passiert. Wenn der Markt halt direkt wieder hochläuft, das heißt, wenn wir hier auch schön jetzt zur Markteröffnung etwas stärker mit reinbekommen und wir die Chance haben, oben drüber zu laufen, hier an dieser Stelle, dann wäre das halt wirklich interessant. Ich mache es mal kurz etwas größer, damit wir es reinzoomen können, weil dann hätten wir jetzt hier schön im Kleinen eine Aufwärtsdynamik. Wir gucken uns das gleich noch in den 5 Minuten an, keine Sorge, aber ich möchte die Unterseite an diesem Punkt noch besprechen. Also bevor wir hier in die kleineren Zeiteinheiten reingehen, da stellt sich jetzt nämlich relativ flott die Frage, wie kann es denn zur Unterseite reingehen? Sollten wir tatsächlich hier unter das Tagestief vom Freitag weiterlaufen, dann wissen wir, was uns schlägt. Dann haben wir erst einmal hier im Kleinsten zumindest einen laufenden Abwärtstrend. Also wenn wir hier oben tatsächlich umkehren und keine Stärke reinbekommen und wir diesen kleinen Aufwärtstrend hier rausnehmen komplett, dann ist die Wahrscheinlichkeit da. Zumindest erst einmal Test vom Tagestief von Freitag. Das heißt, hier ziehe ich die Marke mal kurz hoch. Hier, das ist der Bereich von ungefähr 13.250 Zählern. Wenn wir da drauf laufen, wird es hier unten mal interessant. Also für das kurzfristige Trading aufgepasst. Wenn es jetzt erst einmal nach unten geht, ja, das ist die eine Strategie, dann wird es interessant, was passiert unten am Tagestief. Wenn dort wieder Stärke reinkommt, dann interessanterweise das Ganze wieder hoch, quasi in diesen Hochbereich zu traden, bricht es aber durch und das ist dann das, was viel Potenzial zur Unterseite auch hergibt, dann müssen wir uns in irgendeiner Art und Weise auf die Unterseite stellen. Und wenn wir uns auf die Unterseite stellen, dann schauen wir uns einfach von dieser Aufwärtsbewegung, die wir hier mal gehabt haben, einfach mal ein paar Swing-Lows an. Ja, ich mache die mal grün, die Marke, die wir jetzt hier haben. Und diese Swing-Lows, die sind dann halt wichtig zur Planung. Und diese Marken haben wir halt hier im kurzfristigen an diesen Punkten liegen. Schaut, ich gehe mal ran, hier einmal hier, ganz grob um die Marke von 13.190 Zählern. Das nächste, was wir dann haben, hier, hoppala, komm mal mit hier, zack, hier runter. Das nächste haben wir hier. Die will nicht. Okay, das nächste haben wir hier um die 13.100 Zähler. Ich klemme hier die Marke kurz mal noch mit rein, dass das jeder sehen kann. Und dann haben wir noch einen dritten Anlaufpunkt, nämlich hier unten. Lasst mich die mal kurz wegnehmen. Die brauchen wir hier nicht. Hier, dieser Bereich hier, der hier ist, da haben wir gesehen, da hat der Markt sogar schon zweimal angetestet, diese Marke, so knapp um die 13.040, 13.050 Zähler, also etwas über der wichtigen charttechnischen Marke von 13.200. Da könnte es durchaus hingehen, wenn wir hier einen deutlichen Abverkauf sehen. Ne? Kommt der Abverkauf allerdings nicht, das wäre dann die zweite Strategie, dann laufen wir halt hier im Kleinen weiter, wie auch immer, und dann direkt hier Richtung Freitag hoch. Und auch da gibt es natürlich eine Marke, die definitiv interessant ist, nämlich hier an dieser Stelle, hier dieser kleine Zippel obendran. Da ist es natürlich dann immer interessant, was kommt denn jetzt hier hin? Und dann nehme ich mal kurz das Level hoch, schaut, das ist ein wichtiger Marker. Da haben wir hier nämlich diesen ersten kleinen Erholer gehabt, nach einem kleinen Schwung nach unten. Und das wäre dann natürlich eine Marke, die wäre interessant ranzulaufen. Wichtig ist, dass wir dann erstmal hier durchbrechen, weil hier unten gab es ja dann diesen deutlichen Abverkauf doch an dieser Marke. Das heißt, wir haben hier nach oben hin halt auch zwei Marker sitzen, die interessant sind. Und die haben wir halt hier und hier. Und jetzt sind wir hier schon mal rangelaufen an die Marke von knapp 13.360 Zähler. Und wenn das überschritten wird, wäre das sehr positiv zu sehen. Und hier, ich habe es ja versprochen, wir gucken jetzt nochmal in die kleineren Zeiteinheiten rein. Das heißt, jetzt hier mal die Stunde als Basis genommen und wir gucken einfach mal an, was hier in den 5 Minuten läuft. Und wenn wir das mal etwas kleiner zusammenzoomen, dann schaut euch das mal das Ganze mal an. Hier gibt es oder hier gab es natürlich etwas Hickhack, etwas hin und her. Wenn man das Ganze im großen Bild mal anschaut, hier ist natürlich erst einmal kurz was nach oben rausgenommen worden. Dann lief der Markt runter und hat dann wieder angefangen, nach oben zu trenden.
Und das ist eigentlich ein positives Zeichen. Und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, wenn wir nicht hier unter diesem Marker deutlich drunter laufen und der Markt schön nach oben schwingt und diese Hochs hier rausnimmt, das ist dann ein gutes Zeichen, dass wir durchaus die Chance haben, hier in die alten Hochs vom Freitag reinzulaufen. Das heißt hier, wir sehen ja auch die schönen Bewegungen bzw. Korrekturen hier. Und da haben wir halt die Level oben 13.000, etwas über 420 Zähler. Und dann haben wir schon das Hoch vom Freitag da. Und wenn es da dann auch weitergehen sollte, dann können wir uns sozusagen orientieren auf das, was wir im Tageschart sehen. Da stellt sich dann halt nur die Frage, schaffen wir das schon im Intraday hier tatsächlich reinzulaufen und weiter nach oben Richtung Allzeithoch, oder ist einfach dort noch ein bisschen zu viel für den heutigen Tag? Das wird sich dann zeigen, aber für den einen oder anderen Swing ist das vielleicht durchaus interessant an dieser Stelle mal zu betrachten. Und damit wechseln wir rüber zu den Währungen, und die Währungen hier an dieser Stelle selbstverständlich starten wir mit dem Euro. Und haha, was haben wir im Euro? Mal wieder eine Kerze mit sehr, sehr hohem Schwankungsbereich. Wir sehen es hier an dieser Stelle, hier die Marke oben von knapp 1,118 hier, das ist ein Widerstandslevel gewesen. Sowas Ähnliches gab es hier drüben auch schon immer mal. Das hatten wir ja schon in der größeren Chartanalyse auch gehabt. Das war und ist mittlerweile weiterhin ein angesehenes oder marktbeachtetes Widerstandslevel. Und hier haben wir es gesehen am Freitag. Wir sind drüber gespiked und haben komplett nach unten abverkauft. Und wenn wir uns diesen Chart mal anschauen, wir haben hier so eine leichte Unterstützung drinnen. Es war mal vorher ein Widerstandslevel. Das ist ja rausgenommen, das Wort wegen, deswegen können wir das jetzt auch so ein bisschen grün machen, weil es zählt jetzt eher als Support. Und wenn wir mal sehen, der Markt ist wieder in dieses Support-Level reingelaufen und hat dort dann direkt entsprechend zum Handelsstart, also Handelsstart, der echte Handelsstart kommt ja erst noch, aber wir sehen, der Markt, der läuft hier so ein bisschen nach oben. Also im Euro-US-Dollar ist viel Bewegung drin, der Markt schenkt dem Ganzen viel Beachtung, und wir gucken uns das Ganze jetzt mal im Kleinen an. Im Größeren heißt das, wenn wir tatsächlich unter diese Marke hier fallen sollten, dann ist erstmal Weg nach unten weiter frei, und dann haben wir die kurzfristigen Anlaufpunkte auf der Unterseite, die sprechen wir gleich in der Stunde durch. Läuft es allerdings nach oben innerhalb dieser großen Kerze, dann wird es natürlich sehr, sehr spannend. Nummer 1, was passiert hier oben im Widerstandslevel? Also kommt dort kurzfristig wieder Schwäche rein oder bleibt der Markt stark? Es läuft hier oben drüber über dieses Tageshoch vom Freitag. Ich klemme da mal kurz ein Preisschildchen dran, also hier oben. Ich bin heute irgendwie nicht so zielsicher, aber wir sehen es hier oben ganz grob. Die Marke von, nein, was haben wir hier? Ich glaube, ich gebe es gleich mit der Hand ein. So, jetzt haben wir es. Also knapp unter 1,12 war das Tageshoch. Und wenn die Stärke hier reinkommt und wir diese starken Schwankungsbreiten weiterhin haben, dann könnte es durchaus auch passieren, dass wir wieder hier oben reinlaufen und dann den nächsten Widerstand hier oben anlaufen, um die Marke von 12.300 Zählern. Das wahrscheinlich nicht im Intraday-Bereich. Aber wir gucken uns den Intraday-Bereich jetzt mal an, weil wir sehen hier weiterhin den intakten Aufwärtstrend an sich. Ne? Hier hat der Markt zwar etwas nach unten getrendet, aber wir sehen, er schiebt schon wieder hoch. Das Gap hier ist geschlossen worden und der Markt, wie schon gesagt, direkt in der Unterstützung wieder gedreht. Aber wenn wir uns jetzt das Ganze letzte Mal auch anschauen, hier im größeren Bereich, hier sehen wir den großen Schwung nach oben. Also der große Trend ist weiterhin intakt. Wir sind halt sehr, sehr tief unten reingelaufen und jetzt halt, wie schon gesagt, der Markt trendet hier schon wieder schön nach oben. Und solange wie wir nicht unter dieses Tief hier unten drunter durchlaufen, wartet mal, das klemme ich auch gleich mal hier rein. Also solange wie wir nicht hier unten drunter laufen, ist halt dieser gesamte, gerade dieser letzte Aufwärtsschub, den wir gehabt haben, auch der ist dann halt noch deutlich intakt, auch im größeren Bilde. Und deswegen ist die Marke hier um die Marke von 1,11 oder der Bereich von 1,11 doch ein relativ wichtiger. Und wie schon gesagt, laufen wir darunter, dann müssen wir uns eher auf die Unterseite orientieren. Ansonsten hier, ich mache das mal ganz kurz in blau, ansonsten halt den Weg nach oben, den wir jetzt schon wieder eingeschlagen haben. Heißt also kurzfristig hier dieses Tief, was wir hier unten haben, ist interessant, sollten wir rumdrehen. Drehen wir rum von oben, das gucken wir uns wirklich gleich an, hier die Marke von 1,111, die ist dann interessant, fällt es darunter, dann setzt sich dieser kleine Aufwärtstrend nach unten fort. Und wir haben tatsächlich die Potenziale zum Anlaufen hier bei 1,11 in etwa. Dann haben wir hier, ich muss mal diese Marke kurz mitnehmen, den nächsten Anlaufpunkt hier. Wir sehen es, wir gucken uns da einfach die Swinglows an. Die Marke von ungefähr 1,10700 und dann hier noch etwas unten drunter hier das nächste kleine um die Marke von 1,10,55. Das sind die Marker auf der Unterseite. Sollten wir tatsächlich den Abwärtstrend bekommen. Aber
gibt es den Abwärtstrend nicht, sondern der Markt läuft weiter nach oben. Und das ist das, wo wir jetzt einfach mal in die größeren Zeiteinheiten reinschauen müssen. Da haben wir es hier. Schaut, das hier sozusagen der große Schwung nach unten gewesen. Hier der wichtige Bereich, den wir in der Stunde auch gerade gesehen haben. Und dann ging es runter und wir sehen, der 5-Minuten-Abwärtstrend ist gebrochen und der Markt, der schwingt sich hier jetzt schön auch nach oben. Und solange wie dieser Schwung nach oben weitergeht, dann haben wir echt die Chancen. Und wenn wir uns das im Kleinsten hier mal anschauen, der nächste Anlaufbereich, den wir hier haben, der erstmal einen Widerstand geben könnte, das ist tatsächlich diese kleine Marke, die wir hier haben. Ich mache das mal kurz hier in Rot hier, dieses Ausbruchslevel, das ist wichtig und das ist der Bereich, der jetzt erst einmal durchaus Beachtung finden kann, wenn wir hier weiter nach oben laufen, also ganz grob die Marke von 1,11,6, das Potenzial ist durchaus da, das ist der nächste Widerstand, den wir auf der Oberseite haben und wenn wir hier wieder abprallen, das wäre dann ein erstes Signal dafür, dass sich der kleine Trend, also das hier, was wir auf der Stunde gesehen haben, dieser Schub nach unten, dass der sich fortsetzt, dass dann die Korrektur hier zu Ende geht und der Aufwärtstrend der 5 Minuten stoppt. Und wenn das umdreht, dann können wir uns wieder zur Unterseite hin orientieren. Und die wichtigen Marker auf diesem Bereich, die hatte ich ja auch schon angesprochen, das Ganze mal ganz grob für die Planung hier im Euro-US-Dollar. Und damit gehen wir dann zur dritten Währung rein. Da starten wir auch erstmal ganz grob im Tageschart. Das hatte ich ja gestern auch, vorgestern hatte ich es gebraucht, als ich in Larnaca, so heißt der Ort, auf dem Flughafen gewesen bin. Da hatte ich ja das Ganze kurz angezeigt. Hier jetzt an dieser Stelle, wartet mal, ich mache mal ganz kurz einen neuen Chart. Warum war das noch woanders? Nein, ich mache mal kurz ein neues Chartfenster auf. Ich will jetzt hier nicht aufräumen. Was ich hier an dieser Stelle wichtigerweise sagen möchte, ist, was für uns eine sehr, sehr große Rolle spielt, ist einfach der Widerstand, den ich eingezeichnet habe. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal anschauen hier, das Widerstandsband, was wir hier drin haben, wir haben hier in diesem Bereich eine Marke, das ist halt ein Widerstand. Wir sehen es, hier drüben war es eine Unterstützung, hier ist es dann zum Widerstand geworden, hier sind wir abgeprallt und was ist hier passiert? Hier sind wir Freitag durch dieses starke Gap, wir hatten ja die Wahlen am Donnerstag in Großbritannien, sind wir durch dieses starke Gap oben reingelaufen, richtigerweise hochgesprungen sozusagen. Und jetzt verharrt der Markt halt dort oben. Und da stellt sich jetzt die Frage, wie kann es weitergehen? Wir hatten dieses Währungspaar ja schon hier in den Trading gehabt, aus dieser inversen Schulterkopf-Schulterformation hinaus, in diesen Widerstand hier oben rein, um die 11,318 in etwa. Das hat ja wirklich alles sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt stehen wir halt im nächsten Widerstand und jetzt ist halt die Sache, die zweite Reaktion auf die ganze Wahl. Und da stellt sich jetzt die Frage, wenn wir uns mal diesen Aufwärtstrend hier anschauen auf Tagesbasis, hier jetzt mal etwas näher rangezoomt, also dieses große Bild hier sozusagen, da sehen wir ja, wir stehen schon in einer relativ weiten Bewegung. Und da ist jetzt die Frage, findet der Markt kurzfristig die Kraft nach oben zu laufen oder prallen wir eher erstmal nach unten ab in Richtung Gap Close? Ne? Und die Marker, die da wichtig sind, sind hier auf alle Fälle mal das Tagestief, was wir hier am Freitag hatten und natürlich das Tageshoch vom Freitag. Diese beiden Marker, die sind jetzt für die kurzfristige Besprechung sehr, sehr wichtig und interessant. Und deswegen klicken wir jetzt einfach hier mal rüber in die Stunde, weil in der Stunde sehen wir relativ gut, was hier der Markt momentan macht. Wir haben es gesehen, hier dieser starke Schub nach oben. Und das ist übrigens auch eine sehr, sehr seltene Situation. Das könnte man sich bald mal einrahmen und an die Wand kleben, weil wir haben hier einen 24-Stunden-Markt und im laufenden Betrieb sozusagen ist hier dieses Gap entstanden. Und das sieht man echt nicht alle Tage. Die zweite Reaktion auf dieses Gap, die war sehr, sehr interessant. Das Gap ist ja, das Tief vom Gap ist ja mittlerweile schon mal einmal rausgenommen worden. Also hier das Tief, also als der erste Kurs gekommen ist, also das Gap Low ist natürlich hier unten, aber damit meine ich das Tief, dies hier unten. Wir haben da den Eröffnungskurs hier gehabt, sind kurz reingelaufen und dann kam ja dieser Schub nach oben. Das ist erst einmal rausgenommen worden und hier an dieser Stelle sind jetzt für mich wirklich zwei schöne Marker interessant, wo ich sage, wenn beispielsweise das Szenario zum Tragen kommt, dass wir hier in Richtung Gap Close laufen, dann definitiv erst einmal das, was hier am Tagestief hier unten passiert. Jetzt kann ich diese Marker mal etwas näher heranziehen. Also hier, wenn wir hier unten drunter laufen, ja, dadurch, dann haben wir, und das ist das, was wir dann im Kleinen auch schön sehen können, hier hätten wir dann im Untergeordneten erstmal wieder einen neuen Trend. Und dieser Trend heißt halt, es läuft nach unten. Und das wäre dann die Bestätigung, dass der Markt nicht nur dieses kleine Low hier rausgenommen hat, sondern dass er weiter tiefer gehen möchte. Dann können wir uns nach unten orientieren. Und dann gibt es zwei Marker, die hier interessant sind. Zum einen,
Hier drüben dieser Ausbruchsbereich, also hier dieses Level, das mache ich gleich mal noch grün, weil das ist eine Unterstützung hier in diesem Bereich. Das wäre dann der erste interessante Anlaufpunkt an dieser Stelle. Und der zweite Anlaufpunkt, der hier dann interessant wäre, ist natürlich das Tief an der Stelle, als das Gap gerissen wurde. Das heißt, dann sind wir hier unten befindlich an dieser Stelle. Da auch da gibt es kurz das zweite dran. Das wäre dann die zweite Marke, der zweite Punkt, wo wir ranlaufen könnten. Wenn wir das mal noch mit Linien überlegen wollen, da haben wir dann hier in etwa die Marke von, sage ich mal ganz grob hier, um die 1, na komm her, um die 1,32, 2,50. Das wäre das eine Level zur Unterseite hin und das andere Level hier, der in etwa der Ausbruchsbereich bei 1,318. Das wären die Marken auf der Unterseite. Aber bis wir diese Marker ins Spiel bringen, müssen wir erstmal schauen, was hier im Kurzfristigen passiert. Und da wird es natürlich interessant zu sehen, was hier los ist. Wir sehen es ja hier oben, haben wir zwischenzeitlich ein Hoch gemacht. Die kleine Zeiteinheit ist schon wieder etwas nach oben gekommen. Aber das Tief der kleinen Einheit ist schon wieder hier in Gefahr geraten. Das haben wir vor kurzem sozusagen unterschritten. Und wenn wir jetzt tatsächlich runterlaufen sollten, das Ganze hier mal näher betrachten, dann haben wir halt als Anlaufpunkt tatsächlich mal das Low hier unten bei 1,33 in etwa hier diese Marke. Und wenn das dann bricht, dann wird es interessant. Also fürs kurzfristige Trading Nummer 1, was geht jetzt hier kurzfristig ab? Läuft es nach unten? Dann Orientierung am Tagestief. Kommt dort Stärke rein, kann man sich wieder nach oben orientieren. Geht die Stärke allerdings komplett verloren und wir kriegen nicht nur den Bruch, sondern die Durchwegsetzung nach unten. Das heißt, die fallen weiter, die Kurse zur Unterseite hin. Dann haben wir hier relativ kurzfristig das Level hier, den Ausbruchbereich bzw. die Initialposition, als dieses Gap entstanden ist. Das sind die kurzfristigen Marker nach unten. Die kurzfristigen nach oben sind natürlich auch da hier Orientierung in Richtung Tageshoch. Und da werden wir auch, wenn wir hier in die kleinere Zeiteinheit mal reinschauen, jetzt hier wieder dafür beispielhaft die 5 Minuten, wird es halt wirklich interessant sein. Was passiert jetzt hier? Wir haben es gesehen, lange, lange Seitwärtslauf, dann nochmal ein Schub nach oben, jetzt den Bereich angelupft, hier unten kurz drunter gelaufen. Und wenn dieser Bereich abverkauft wird, dann sehen wir es schon, dann ist der kleine 5-Minuten-Trend, den wir hier nach oben schieben haben, erst einmal nicht nur angelupft, also der Bruch nicht nur angelupft, sondern tatsächlich durchgezogen. Und das wäre dann wirklich ein Zeichen, dass wir nach unten laufen. Also rein von der, sage ich mal, Charttechnik her, was jetzt durchaus passieren könnte, wäre ein kleiner Rücklauf nach oben hin. Hier oben kein neues Hoch, sondern ein Abprall und dann den Weg nach unten gehen. Und dann hätten wir im kleinsten in den 5 Minuten eine Umkehr und dann laufen wir halt wieder in Richtung des Gegenschubs in der Stunde und damit eher zur Unterseite und damit dann halt eher in Richtung Tagestief. Und wie schon gesagt, die Anlaufmarker, die haben wir ja miteinander auch besprochen. Wenn wir hier am Tagestief auch mal schauen, in den 5 Minuten, da haben wir hier noch eine kleine Sache kurz drüber. Hier so ganz grob in diesem Schwungbereich, den wir hier haben, wo die Märkte hier so ein bisschen angedreht sind, die Marke um die 1,332, 1,33, 1,9, das wäre mal hier so eine Sache, die könnte durchaus, je nachdem, wie kurzfristig man investiert ist, auch noch als Anlaufpunkt gelten, wo die Kurse wieder rumdrehen. Aber da müssen wir erstmal schauen, was hier dann kommt. So, das also zu den drei Handelsideen für heute. Jetzt gucke ich nochmal kurz in die Fragen, auch hier wieder sowas sozusagen mitbekommen. Ich schaue mal, wir haben hier Fragen tatsächlich zum DAX und zum S&P 500. DAX und S&P 500 sind unter einer spekulativen Blase. Eine Blase. Ich weiß nicht so, ob das tatsächlich wirklich eine Blase ist, die wir hier an den Aktienmärkten haben. Ich persönlich bin da ein bisschen anderer Meinung. Das Thema sollten wir vielleicht mal so ein bisschen auch ausmalen in der längerfristigen Chartanalyse dazu. Das Thema Blase hin oder her. Es ist halt so, wenn man die Medien so ein bisschen liest an dieser Stelle, dann hört man halt beispielsweise, dass die Bullenmärkte jetzt schon viel, viel länger als 10 Jahre dauern. Ich bin da ein bisschen anderer Ansicht. Es ist ein bisschen Quatsch. Wir hatten im letzten Jahr hatten wir auch Bärenmärkte. Heißt also, dieser lange Bullenmarkt ist in meinen Augen rausgenommen worden und wir sind jetzt im Weihnachten letzten Jahres in den US-Märkten in eine neue Aufwärtsrallye reingelaufen, wo ich persönlich eher denke, dass das alte Bild rausgenommen wurde. Die Zentralbanken
Zentralbank hat ja auch ihre Arbeit inzwischen etwas verändert sozusagen. Das will ich jetzt hier nicht zu weit ausmalen. Ich glaube aber nicht, dass wir unter einer Blase stehen. Was ganz klar natürlich passieren kann, ist, wenn wir uns diese Indizes auch mal anschauen, den DAX haben wir ja gerade auch besprochen, es kann natürlich immer zu Rücksetzern kommen, ja. Und ob man da schon von einer Blase sprechen möchte, ich mag das nicht zu bezweifeln, ich mag das nicht, sage ich mal, zu bewahrheiten. Eine Blase ist für mich eher sowas wie das, was wir damals bei den alten großen Crashs um die Jahrtausendwende gehabt haben, oder die Dotcom-Blase, das an dieser Stelle, das waren für mich Blasen, da wurden wirklich Luftschlösser gebaut. Aber wenn man einfach mal schaut, was jetzt passiert, überlegt euch einfach mal, als dieser Bärenmarkt auch in den USA gewesen ist, die USA, da schwebte auch in den USA so ein Rezessionsthema durch die Medien auch. Bei uns in Deutschland ja auch, wenn wir uns mal die Nachrichten in diesem Jahr auch anhören, da hatten wir ganz oft das Thema auch der Rezession. Das ist halt definitiv auch da. Das heißt, die Wirtschaft hat schon eine korrektive Phase hinter sich, beziehungsweise steckt ja auch noch mittendrin in so einer Phase. Und in der Zeit haben die Märkte dann halt auch, guckt euch das mal an, wenn wir gerade mal den DAX beispielsweise anschauen, hier im Tageschart, beziehungsweise das gucken wir uns auch mal im Wochenchart an, guckt euch doch mal an, was hier los gewesen ist. Der Markt ist ja hier ganzes Stückchen auch unter die Räder gekommen hier. Ich hoffe, man kann das wegen der ganzen Linien erkennen, das große Bild. Aber schaut's, wir haben das ganze Jahr 2018 ist komplett nach unten gelaufen. Das heißt, hier gab es ein ganzes Jahr einen Bärenmarkt im DAX. Und das hat halt was zu bedeuten, ja. Und da hat der Markt möglicherweise auch schon ein bisschen was von dem vorweggenommen, was die rezessive Phase in Deutschland dann im Nachgang gebracht haben. Also das an dieser Stelle ist in meinen Augen halt etwas, wo ich sage, wir sind da nicht wirklich in der Blase, sondern wir sind jetzt halt einfach durch einen normalen Wirtschaftszyklus gelaufen. Und das gleiche Bild sehen wir auch in den USA beispielsweise, in den S&P 500. Guckt euch das mal an. Hier, das war der lange, lange Hochlauf an dieser Stelle. Ich zoome es mal klein kurz wieder rein. Hier an dieser Stelle, also hier, das war der lange, lange, lange Hochlauf. Und dieser lange, lange Hochlauf, der ist halt auch mal hier. Das war der lange, lange Aufwärtstrend, der letzte. Und schaut mal, der ist ja rausgenommen worden komplett. Und dann hat der Markt angefangen, wieder nach oben zu trenden. Das war Weihnachten letzten Jahres, glaube ich, wo wir das hier sehen. Und das hat halt den Initialausschlag gegeben. Und da gab es zwischendrin schon den Bärenmarkt. Das heißt, was wir jetzt sehen, ist in meinen Augen ein neuer Bullenmarkt. Und auch hier, once again, in Wiederholung, schaut euch das mal an. Wir stehen jetzt hier in einer weiten Bewegung, auch am Allzeithoch. Hier kann es immer wieder Korrekturen geben. Das ist ganz klar. Nur von einer Blase würde ich hier jetzt an dieser Stelle noch nicht sprechen. Das dazu. Fragen bitte immer wieder gerne. Das mache ich sehr, sehr gern. Das heißt an dieser Stelle danke für die Zeit heute. Allen einen erfolgreichen Montag. Passt auf die Nachrichten auf und wir hören uns dann morgen wieder um 8:30 Uhr mit ein paar interessanten Ideen in den Charts und natürlich den Blog-Eintrag. Den gibt es vorher zum Nachlesen. Bis dahin, alles Gute und gute Trades. Tschüss.